Also, Division 2, oh, das habe ich noch gar nicht hier im Livestream in den Dings gepostet. Guck mal. Division 2. Ihr süßen. Ich brauche noch ein Wort. Boys mit zwei Is. Nee, Boys. Mit kleinen Is. Sieht netter aus. Wink, wink. Boys und Girls mit U. nee. Götzes. Gören. Girls. Girls! So, Division 2, Mann! Junge, hab ich Bock! So machen wir das. Ja, dann, Luca, raste mal aus! Soll ich mal ausrasten? Ja? Wenn nicht rastet, der rostet, ne? Richtig, und deswegen sollst du mal ein bisschen rasten. So. Kann ich jetzt offiziell? Du kannst offiziell, aber wo sitzt denn du? Wo ist denn die Kamera heute, ey? Am Arsch der Welt. Hi! Hi! Hi Kids! Hi Kids! Bin's Luca. Was? Ich mach mir jetzt die Ärmel Oh, so. göttlich, ey! Division 2, Mann! Ist ja ekelhaft! Was macht mit denn das Ekelhaft? hier? Kennst du nicht Kojiro Yoga? Was? Kennst du nicht Kojiro Yoga? Geh dich hier hängen. Wer Okay. alles Kojiro Yoga kennt. Gut, ich gehe mit dir mal hängen. Ich mache alleine Division 1. Ist Aber mir am Kronleuchter, egal. oder was? Vor allem am Kronleuchter guckst du da unten hin, anstatt Ja, ich kann meinen Kopf nicht nach oben bewegen. Super Gegner in Division 2. Gotcha! Dö! Division 2. Mal sehen. Ich habe gehört, Division 3 ist das Schlimmste, danach geht es nur noch bergauf. Hallo, mit dem Team kann eh nichts schief gehen. Tsubasa Ozawa. Göttlich zu Basa, Mann. Aber du kennst Kojiro nicht. Natürlich. Halt doch die Fresse. Eriksen, Sonny Eriksen. Wolf ist dünner als Luca. Nee, echt? Der geht ja auch nicht trainieren. Der hat ja auch keine Massephase. Brauche ich auch nicht. Richtig. Ist ja auch nicht trainieren. So, das ist dein Gegnerteam. Also richtig gesehen, Premier League zum Start in Division 2. Hast du gesehen richtig, weil? Gegen Vici Vici Ajax. Veni Vici Vici Ajax. Läuft. So, und los geht's. Geiles Stadion, geiler Rasen bei Regen. Die Schnauze! Danke. Und da ist er, Lukas. Und da ist er, Lukas. Und da zaubert sich da fast vorbei. Ja klar, Division 2, alle mit Mikro von den Pros. Und da ist der Callahan mit einem richtig schlechten Ball auf Tevez. Erstes Spiel in Division 2. Erstes Spiel in Division 2, Luka. Das heißt, sollte es passieren, gehört dir diesmal das Endspiel. Tevez? 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 War da jemand dran? Ja. Weiß ich nicht. Ja, da war einer Ja? dran. Ja, Tevez, schießt doch nicht so scheiße, Mann. Weiß ich doch nicht. Und das war. Man erkennt gar nicht, weil der Torwart aussieht wie deiner. Oh, stark! Ey, ohne Witz, ne? Starker Ball. Muss man schon mal sagen. Ja, Luca immer gegen Starish Götze sagen: Götze, nicht ich. weil ich mag die ja nicht so. So, interessant ist folgender Bug: Keine Spieleranzeigen mehr. Aber macht nichts. Jo! Der klärt. Einwurf. Starwitch klärt erstmal, läuft bei Starwitch. Jetzt haben wir auch die Anzeigen wieder. Nicht, dass ich sie bräuchte, aber. So, Matuidi. Lukas holt sich den Ball, sehr schön. Higuain. Und Callejon, das ist ja ein Träumchen. Ich habe richtig Bock. Lukas, wir sind in der Division 2. Da und die Länderspielphase hat uns so quasi gut getan. Man glaubt es kaum. Das ist kein Foul. Der macht den Ronaldo. Und dann haben wir wieder Matuidi mit Tevez. Tevez geht vorbei an Ramirez, verliert den Ball aber dann, weil Koscielny aufpasst und nach vorne rennt. Jetzt sucht er Schürrle. Auch viele Gegner haben immer Schürrle, ne? Also der ist sehr beliebt im Moment. Schürrle, der rennt. Und dann sagt Bei ihm Casillas: rennt. Nee. Der so: Nee, was machst du denn da? Nice. Bist du grenzt zivil? Ich? Alter, die stehen da. Die Aber machen was da. soll das überhaupt für ein Einwurf?
schon einen Wurf. Du hast den Ball zum Gegner geworfen. Hä? Ja, guck mal. Okay, sieht man. Ja, guck mal, die machen da Zirkus, die stellen sich ja aufeinander. Ja, Zirkus, hast du den beigebracht oder was? Ja gut, erstes Gegentor in Division 2, nicht gerade berechtigt. Ja, das ist ein Foul, gib rot. So, wie gib Pfote, gib rot. Ein und dasselbe, hallo? Ja, böse. Ich hab gehört, du machst ein Tor. Was ist denn dein Problem? Was für ein Problem? Ich hatte Druck. Du hast Druck? Wie kannst du denn Druck haben? Oh, jetzt kommen wieder so La Paloma-Pässe, Alter. Gut, der Pass ist allerdings auch ziemlich scheiße, wenn der Casillas mal Interesse hat, hinzugehen. Ja, komm. So wie bei Living. Komm. Oh, und der nächste wird Rüde gefault. Tevez hat aber keinen Bock mehr. Der hat jetzt die Schnauze voll. Macht's alleine. Ja, genau. Tevez macht den Robben. Läuft. Calderon. Und dann ist das Abseits. Alter, da bist du doch so allein gestanden. Und Eriksen. Jetzt ist was los. Eriksen. Der Christian. Spielt auf dem Sturridge und dann ist da Gott sei Dank der Matuidi, der erstmal mit der Hacke im Strafraum klärt. Ich meine, es ist ja wohl klar. Division 2. Kann man mal machen. Und Tevez ist am Ball. Tevez ist wieder am Ball. Tevez hätte nach links ziehen müssen. Aber Ribery läuft von hinten. Ribery macht das ja fast klasse. Fällt aber dann hin. Ganz ehrlich, wenn du so auf Chemie schaust, kannst du auch noch robben. Da drüben für Lukas hinstellen eigentlich. Eigentlich. Aber warum gefällt mir nicht? Kuschelnik kriegt zurecht gelb. Überhaupt nur noch. Laurenz! Laurenz! Was? Calderon im Strafraum. Calderon. Ja, wo ist denn Och. Der? Ist keiner. Und wieder langer Ball auf Sturridge. Ja, ja, die machen hier schon wieder Hackespitze 1, 2, 3, habe ich das Gefühl. Und Calderon mit einem schlechten Ball. Ist One-Touch-Fußball gegeneinander irgendwie? Fernandinho? Rückpass. Kann man mal so machen in FIFA. So, Calderon wieder. Rüber auf Higuain diesmal. Von dem habe ich heute noch gar nichts gesehen. Calderon. Ja, geiler Ball auf Higuain. Higuain auf rechts außen. Higuain mit dem Chip. Das klappt doch bei mir auch immer ganz gut. Und so einen kleinen süßen Chip in die Mitte. Ne? Ja, ja, geh halt weg. Und dann ist Sturridge einfach durch, weißt du? Da hat der Abwehrspieler keinen Bock und Sturridge macht das richtig schlecht. Die machen das richtig schlecht. Na gut, dann kassiert es eben mit dem Abstoß auf Schweini. Der leitet den zwar gut weiter, aber da ist leider natürlich der Gegner. Und Eriksen, der Christian, wieder schlecht. Und Higuain. Rüber auf Schweini. Alter, was sind denn das jetzt alles für Bälle wieder? Nicht so gute. Der Theo kommt am Ball, aber Gott sei Dank ist da die Dreierabwehrkette zur Stelle. Calderon. Sucht jetzt Tevez. Tevez kommt am Ball. Tevez! Abgefälscht, Ecke. Das Problematische an Lukas One-Touch ist, dass seine Stürmer dann den Ball isoliert im zweiten Drittel bekommen und das letzte Drittel allein gegen die Überzahl überwinden müssen. Das ist gerade eben taktisch analysiert worden und der Sturridge denkt sich darauf, Golazzo. Ja. Warte nochmal. So einfach ist das nämlich. Im zweiten Drittel bekommen und das letzte Drittel. Was? Überzahl ohne Haare bei dir läuft. Er ist halt nicht die Kann Zahl. Kann isoliert schreiben, weißt du? Ist und Zahl. Was? Isoliert. Überzahl. Überzahl. Steven Seagal. Ist egal. Überzahl. Überzahlen. Ja, komm. 2-0, was ist denn los, Pfluger? Division 2. Division 2, da bist du mal ran, oder was?
Naja, war ja am Anfang in Division 3 auch so. Mit dem neuen Team hast du ja auch auf die Schnauze bekommen und bist dann reingekommen. Ja, ich brauche ja wieder ein neues Team. Neue Division. Ja, genau. Neues Team. Mit welchen Coins? Mit welchen Coins? Altes verkaufen, neues machen. Glaubst du oder du? Wie? Natürlich glaube ich das. Mein Team. Alter, Price Rages, wir machen nur noch Verlust. Ist mir egal. Nein, ich glaube nicht. Besser wird es nicht mehr werden, außer wir kriegen den Tavis, den wir nie kriegen können. Hat blöd gelaufen. Und da ist Sturridge. Oh, aber Cassius, pass auf. Alter. Luca ist ja schlimmer als wohl. Gerade mich noch hochloben, weißt du? Tja, und dann versagst du 2-0 zur Halbzeit. Aber das ist ja alles Plan. Das ist ein Plan, bist du Mr. Zweite Halbzeit, machst du den Wolf, oder was? Will ich ja nur hier gut aussehen lassen. Bitch, please. In Division 2, weißt du. In Division 2, ja. Warten wir es ab, ich habe auch Bock auf Division 2. Falls ich heute natürlich noch überhaupt noch dazu komme, wenn ich auf die Uhrzeit gucke. Ich denke nicht. Ich denke nicht, gut. Dann kann ich ja eigentlich auch Feierabend machen. Nee. Da frage ich immer mal den Bodo, ob der nachher noch Zeit hat. Ich tu mal wechseln. Ja, mach mal. Nehmen wir mal den Götze. Nehmen wir mal Götze und Neymar und dann geht's ab in die zweite Halbzeit und dann drehen wir das jetzt 7-2. Ne? Machen wir so. 7-2 drehst du das noch? Natürlich. Challenge accepted, wenn nicht, dann. Ja. Ja. Ne? Dann pfeifst du dir einen schönen Saft Zitrone in die Nase. Warte mal, Tor! Der Götze macht das nämlich ja eigentlich fast richtig geil. Aber halt nur fast, das ist das Problem. Und wir haben wieder Sturridge. Mein Gott, geht mir der auf den Sack, dieser Typ. Nerf den doch mal. Und Ecke. Eieieiei. Eieiei. Sturridge. Macht die Ballrolle. Kommt irgendwie sogar noch in den Strafraum. Da muss Luca mit WoW spielen, als würde das auf seinem PC laufen. Bitte. Oh, geiler Ball auf Walket. Und geil in die Mitte. Und dann so schlecht. Und dann sein Verzieher in die Ecke. Läuft! Oh ne, war sogar tatsächlich geklärt zu beiden. So ein geiles Spiel, ey. Geht nichts, ne? Ja, für ihn ist das ein geiles Spiel. Kann man ja nicht meckern. Higuain legt den Ball auf Götze. Nein. Warum? Warum nicht? Nee. Fehlen die Worte. Warum fehlen die Worte? Götze ist doch durch. Nimm den Ball an und lauf, Alter. Das hättest du, glaube ich, lieber nicht machen wollen. Aber gut, das kann man ja vorher nicht wissen, deswegen ist Walker wieder am Ball. Der Witzer ist. Walker, lecker. Walker rennt einfach durch, als gäb's da. Ja, das ist Verteidigung, nein. Walker. Dann weiß er nicht, was er machen soll. Dann läuft er zu weit. Ist er irritiert von sich selber. Der war so schnell. Der dachte eigentlich, er ist noch im Mittelfeld. Dann blatt er plötzlich im Strafraum und er so, oh, Scheiße. Tja, Theo, das. Was machen die da, Alter? Wacken ist vorbei, du Spasti. Boah, gib mir das gerade mies auf den Sack, ey. Findest du? Und da ist er. Walk it again, Theo. Der kriegt sein Tor aber auch nicht. Wir kriegen wieder, wieder Ecke. Nur der Gegner. Luca ist noch nicht so ganz auf dem Platz heute. Nee. Sturridge schlägt nochmal rüber auf Ramirez. Ja, nee. Hätte mich nicht gewundert, wenn das geklappt hätte. Ob der Gegner was anderes kann als Payson, fragst du dich, während er Walker und Sturridge vorne hat. Also, ich weiß ja nicht. Hm? Problem ist, dass Luca gerade einfach nicht gut spielt. Jetzt aber. Dankeschön. Sag ich doch. Und da ist er, der eingewechselte Götze. Finde ich ja ein bisschen geil. Bisschen nur? Ja, hol mal wenigstens noch einen Punkt. Ich hab nämlich gehört, 3 Unstiegen und 5 Siege reichen. So, Higuain legt drüber auf Götze. Unten läuft Lucas! Ei! Ist doch! Ja, ich weiß. Chill doch mal dein Herz. Ich
immer da jetzt. Klares Foul, hier der Hackenchop und dann Klaus Left from Hell! Ounce! Gott, wie schießt man Elfmeter? Ich kann das nicht. Neymar ist lieber für Robben. Ribéry? Ja. Tevez, ja, der macht es besser als Higuain, glaube ich. Geil, der ist drin. 2-2, so schnell kann es gehen! Bam! Carlos Tevez! Und ab dafür, komm, das drehst du noch. Der kann eh nichts außer pacen. Schön von Tevez. Schön von Tevez. Tevez geht durch. Tevez, ja, Warum muss ich gerade an Mampi denken? Ich weiß es nicht. So, Götze, leg drüber auf Schweini. Dann fällt einer, das war aber nix. Jawohl, Tevez, Tevez! Wird aber gestört, Tevez! Golazzo! 3-2! Das mit dem 7-2 war doch nicht so ein Scherz von dir. Aber wie gesagt, wenn du nicht schaffst, Zitrone in die Nase. So. Was? So, und Bock hat er! Siehst du, der Gegner kann ja nichts außer Pace. Und wenn es beim Luca mal klappt, Luca macht jetzt hier einen auf Mr. zweite Halbzeit. Der Luca macht den Wolf, ist es offiziell? Nee, ich geb das Spiel nicht mehr her. Hoffen wir es. Ja, hoffen wir es, ganz ehrlich. Boah, Kurt ist wieder schnell in der Mitte. Fernandinho aber nicht mit dem Mann, der ungefähr 3 Meter Haare hat. David Luiz. Higuain jetzt. Spielt mit Tevez. Ja, Tevez macht so schön. Oben läuft natürlich Neymar. Der chippt auf Higuain. Higuain. Higuain fucking ihn. In der Mitte. Ja, schade, die Idee war super. Hat aber leider nicht ganz so gut geklappt. Rückraum auf Götze hätte gereicht, ganz ehrlich. Ja, ja. Und dann ist natürlich der Theo wieder da, 96 Pace. Das merkt man natürlich auch, aber viel mehr kann der Mann halt auch nicht. Pace, ja, Tor, nein. So, und los geht's mit Götze. Über Higuain, jawohl, geil, Higuain. Higuain läuft dann nach links außen. Spiel nochmal zurück zu Neymar mit der Nummer 6 und deswegen hat er auch den Ball verloren. Das war schlecht. Kuschelny, aber er holt ihn sich wieder. Ja, genau. Mit 360 Hacken. Pass holt er sich den wieder. Das ist halt die Kunst des Neymars. Und dann gibt's Freistoß. Und jetzt machst du einfach rein. Zack, boom, Entscheidung kommt. Immer diese, hey, machst du rein. Ja, du bist doch der Freistoß-King. Ja, bin ich ja auch. Ja, dann mach du mal rein. Gib mir Pirlo. Gib mir Pirlo. Gib mir Pirlo. Kriegst du ein Bier? Schade. Ja, gut. Zu weit links. 5 Minuten noch, steht 3-2 für den Luca. Man hat es kaum glauben wollen, aber es ist so. Tevez spielt nochmal rüber, leider gut hingelegt, aber trotzdem den Ball nochmal gute Arbeit. Higuain spielt nicht mehr Götze. Götze ist zu langsam, hat er nicht wirklich gecheckt. Natürlich raus auf Walker, weil der so nervt. Walker will den Ball auf Eriksen bringen, der kommt ran, dann macht das Scheiße. Bringt den Ball trotzdem noch in die Mitte. Aber David Luiz ist halt kopfballstark. Deswegen steht der Mann auch völlig zurecht da hinten. Higuain, auf geht's, Tevez. Ja, nein! Fällt, aber war beigespielt von Kuschelny. Alles in Ordnung. Walker nochmal. 1 Minute. War taktisches Foul nicht mit dem schnellen Theo. Und 4 Minuten gibt's obendrauf. Götze. Ah, nee, bleibt hängen an Klein. Oh, Alter. Und dann ist der Sturridge. Vorsichtig, ja, genau zu dort. Und jetzt am besten Richtung Eckfahne. Erstmal weg. Oder erstmal weg. Erstmal weg. So, raus mit der Pille. Jetzt nochmal Higuain. Komm, mach Schluss! A-Klasse! Ja, das ist es. Das ist es. Ja! Erster Sieg in Division 2, Mann! Habe ich das Spiel gedreht? Hatte das gedreht und der Spreader, der subscribed zum 4. Mal! Apex! 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 Göttlich! 4 Monate treu, Wolfi, vielen Dank dafür und Sieg in Division 2! Meine Fresse! 66. 69. Ja, innerhalb 73. Von 7 Minuten gedreht, ne? Ja, natürlich. Wenn, dann richtig. Das meine ich ja mit dem 7-2. 7 Minuten und dann ist es 3. 2 Tore, falsch. Genau. Waren 3.
Davis, Riesenspiel. Ansonsten geil. Das sind die ersten drei Punkte in Division 2. Ist das geil? Und der Luca Lappen wird wieder zur Luca Legend. Abwarten. Geile Scheiße, so darf es weitergehen. Division 1. Wir kommen.